Und eine solche sofort umsetzbare Klimaschutzmaßnahme ist es, das Kernkraftwerk in Gundremmingen, welches Ende des Jahres abgeschaltet werden soll, einfach weiterlaufen zu lassen. Und dafür stehen wir heute hier. Wir, das ist die Nuklearia, der Verein, der sich schon seit 10 Jahren für die Kernkraft einsetzt, und als weitere Organisation, die mit aufgerufen hat, die Masses for Nuclear, für die bin ich heute hier. Alle anderen sind super wichtig, anderweitig beschäftigt, und ihr könnt euch sicher sein, wer heute von den Masses anderswo auf der Straße steht, wird sich auch mit um die Kernkraft kümmern, das ist klar. Es können nicht immer alle überall sein. Es ist die 6. Veranstaltung, die wir jetzt hier mit der Nuklearia durchführen. Und wir sind wirklich froh über jeden, der es heute hier zur Kundgebung geschafft hat, weil das ist super wichtig, dieses öffentliche Zeichen noch einmal zu setzen. Und wir wollen unsere tollen Argumente heute unter die Leute bringen. Ganz wichtig zum Beispiel, wenn wir über Kernkraft reden und diskutieren, hören wir von den Leuten immer wieder die ganz klassischen Gegenargumente. Was machen wir mit dem Atommüll? Und ist das nicht alles zu teuer? Diese zwei Argumente wollen wir dann später in eigenständigen Redebeiträgen nochmal beleuchten. Und wir haben heute ganz besondere Gäste bei uns. Ist der Marc Nelson schon da? Er hat schon heute Nacht gefüttert. Okay, also Marc Nelson ist aus den USA, weil es eingetroffen ist, irgendwo hier in der Nähe. Den wollen wir später noch als Gastredner begrüßen. Er wird uns viel erzählen können über die Kämpfe für die Kernkraft in den USA, ja, wo sie zum Teil eben sehr erfolgreich und auf einem ganz anderen Level als wir hier. Ne, da würden wir, wenn das jetzt Amerika wäre, würde hier jetzt die Belegschaft von Gundremmingen stehen. Dann würden hier die gewählten Abgeordneten, die Zuständigen, würden da stehen. Und tatsächliche Regierungspolitiker würden hier sein und sagen, wir setzen uns für Gundremmingen ein, weil wir brauchen den Strom, wir brauchen das Geld, wir brauchen den Klimaschutz. Das wäre selbstverständlich. In den USA würde das genauso ablaufen. Und davon wird uns Marc Nelson dann später erzählen. Das ist der eine Special Guest, den wir heute haben. Und als nächsten Special Guest haben wir noch den Christoph Lemmer hier. Das heben wir uns jetzt alles für später auf, weil wir wollen jetzt erstmal mit der Startrede. Wir brauchen Strom. CO2-freien Strom, und das wird uns jetzt nochmal Nuklearia-Chef Rainer Kluth erklären. Und ganz kurz, heute ist schönes Wetter. Wer sich für das Donauschwimmen interessiert, bitte gleich mal bei mir melden. Weil wir wollen jetzt am Kernkraftwerk möglichst so ein bisschen vorbeischwimmen. Ihr wisst schon. Meld. Okay, genau. Aber jetzt erstmal Rainer Kluth als ersten Redner. Herzlichen Dank.